Beralih ke mancanegara, seekor beruang ditembak hingga mati setelah lepas dari kandangnya di sebuah kebun binatang di utara Jerman. Akibat lepasnya beruang, seluruh pengunjung kebun binatang dievakuasi. Bersenjatakan pistol dan senapan bius, polisi Jerman dan petugas kebun binatang memburu beruang yang lepas dari kandangnya. Khawatir diserang beruang, pengunjung kebun binatang di utara Jerman pun dievakuasi petugas keluar area kebun binatang. Meine Tochter, die hat auch geschaut, sie war neugierig, ist da auf den Bären zu. Sie muss dann wirklich rufen, Clara, jetzt hier weg, Abmarsch. Der Bär, der kam direkt und dann hatte ich halt auch Panik und habe auch gerufen, der Bär kommt jetzt und bitte alle zurück, weil es hat auch niemand eine Durchsage gemacht. Dalam kejadian tersebut, beruang kutub bernama Taps akhirnya mati tertembak. Hingga kini, polisi setempat dan pihak kebun binatang masih menyelidiki lepasnya beruang. Ja, es ist vor einer guten halben Stunde gemeldet worden, dass ein Bär aus seinem Gehege ausgebrochen ist. Und der ist dann durch Personal des Zoos erlegt worden. Gefahren für Besucher bestanden zum Glück nicht. Wir wussten jetzt allerdings bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau, wo der Bär aus seinem Gehege ausgebrochen ist. Und daher mussten wir jetzt erstmal Sicherheit herstellen und den Zoo evakuieren. Taps dijuluki beruang cappuccino karena berbulu coklat. Ia menjadi salah satu primadona pengunjung kebun binatang.